Servus beisammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das Testament des Sherlock Holmes. Jetzt muss ich gerade nachdenken, wie spiele ich hier Spiele. Ich bin's, der Brennmeister, und wir schauen mal, wie es weitergeht hier. Beim letzten Mal haben wir erst die Halskette des Marquis gefunden. Diese wurde dann ausgetauscht gegen eine unechte, oder sie wurde wieder gestohlen, oder steckt vielleicht Sherlock Holmes dahinter, wie es dieser Zeitungsartikel hier behauptet. Wir werden es feststellen. Wir können uns hier bewegen. Wir sollten uns vielleicht die Halskette anschauen. Ich kann oben wieder durchsetzen. Aber ich versuche mal, genau, eine andere Kamera zu switchen. Finden Sie heraus, ob die Halskette eine Fälschung ist. Okay. Anleitung. Finden Sie heraus, aha, okay. Sechster Sinn, den können wir aktivieren. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal ein bisschen die Halskette an, die wir hier drehen können. Ah, da ist eine. This pearl is a different color. These three pearls are of poor quality. Ah. This pearl is a different color. Ja, sehr gut. Noch irgendwas dies. This pearl is too small. It is not in its place here. Too many defects. This necklace is a fake. This is nothing but a vulgar copy, and at a glance it would appear that the forger has intended for it to be seen as such. How could we have been fooled by such a blatant imitation? I don't understand. Yes, how is it possible? Holmes, do you have a theory about this? I have absolutely no idea. You insisted that I examine the necklace, and I have done so. Now it is important that I keep my appointment. I'm sure, Inspector, that you will throw some light on this affair. Holmes. You may accompany me, Watson, if you care to do so. Goodbye, gentlemen. I'll keep you informed as to my inquiries. Goodbye, Inspector. You mentioned a bishop, didn't you? Are we going to his home? Yes, the Bishop of Knightsbridge. I put his address on our map of London on my desk. Would you get it for me, please? All right, Holmes. Sie steuern Dr. Watson. Aha. Den darf ich auch noch steuern. Guten alten Dr. Watson. The work table, where Holmes analyzes things. The work... Wir können hier hingehen, wir können da hingehen, wir können hier die Karte nehmen. I have found your map. Sehr nett. Okay. Diözese Kingsbridge. Na gut. Dann mal auf. The police? Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. What has happened, Reverend? What? I don't know. It was last night, I think. I only just arrived, and I have made this macabre discovery. My God, how horrible. I haven't called anyone. How did you know that? Na nun, was denn hier passiert? Oh. Holmes, look! The bishop, appallingly mutilated. How dreadful! Mutilated? And killed? He was such a good man. How could anyone be so brutal? Look at him. He is barely recognizable now. How could any of God's children be responsible for that? They were evidently unworthy children, Reverend. Now do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, His Excellency didn't own anything of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the Bishop. In that case, I must ask you to leave, and not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Vielleicht sollte ich mich. Out of the question! I don't even know you! Ich mich I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper.
Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen. And indeed, it would seem that the bishop had nothing of any worth to take. Very good, Watson. Do continue. Gelangen Sie basierend auf den verfügbaren Fakten zu den richtigen Schlussfolgerungen. Das sieht ja lustig aus. Ermittlungen, Mord am Bischof Kingsbridge. Verlassen. Okay. Sie steuern Sherlock Holmes. Das heißt, wir können uns erstmal umgucken. This stove is filled to overflowing. Voll, okay. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. Ich habe leider das Glas nicht mehr. You can see by his expression that he suffered terribly. Okay. His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin between his teeth. His chest has been lacerated, I would say, with a very sharp and fine blade. Feinen Klinge. Aha. Okay. Ta. Können wir das hier vielleicht benutzen? You can see his mouth is. Nö. Also, kein lustiger Spruch oder sowas. Wir können den sechsten Sinn bemühen. Das lasse ich aber erst nochmal für den Anfang. The fingers have been crushed and violently struck. Sie sehen sehr gebrochen aus. The fingers have been crushed and violently struck. Okay, das können wir gleich doppelt. Das quasi angucken. His forearms have been ripped. Pieces of skin have been torn off. What do you think, Watson? I'd say that he was eaten alive. Yet I've noticed a curious degeneration of the skin tissue around the wounds. My dear friend, everything points to this man having gnawed at his own forearms. That's unbelievable, Holmes. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. Okay. So, these wounds were not made by his murderers. Sehr interessant, das Ganze. Hier gibt's wohl nichts mehr. Doch, da. A piece of rope that was used to tie up that poor man. Das können wir uns erstmal einverleiben. Das schöne Stück. Ist hier noch was ansonsten? Da ist eine kaputte Flasche. A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. It would seem that the brutes who tortured the Bishop to death were intoxicated with alcohol. Mhm. Gehen wir mal hier rüber. Schauen uns den Schreibtisch an. There is blood on this paperweight. This paperweight was used to crush the victim's fingers. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Bisher muss ich sagen, gefällt mir das ja nicht ganz gut. Vor allem mit dem Umschalten zwischen den verschiedenen Ansichten und sowas. Aha. A whip? No, it is a discipline for self-flagellation. This metal rod is for fastening the chilies. It's a cilice designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. This very pious man must have had the habit of mortifying his flesh as a means of repentance. Okay. Das heißt wohl, dass da oben irgendwas geschehen ist. Wir können mal kurz den sechsten Sinn aktivieren. Schauen wir mal. Ah, hier ist nichts zugekommen. Ich wollte eigentlich möglichst ohne ihn spielen. Mal schauen. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor,
an illustrious family. Eine angesehene Familie, Dr. Watson, das mag sein. Was ist hier drin? Aha, ein Zahlenschloss. I am missing some information. Ja, ich glaube auch. These traces reveal that the thieves tried to open this chest. Okay. Impossible to open it. Okay. Dann gehen wir zurück. Reverend, I'm missing something. An implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No! Go to the devil! What are you afraid of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one else. Er kann uns wohl nicht so gut leiden. This stove is der Ofen. Können wir noch mit dem Herrn sprechen? Da liegt noch was. A broken phial and blood near the neck. What a strange smell. Chemical components, I think. Okay. Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints upon the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear Reverend who was so impatient to call the police. Okay. Okay, platzieren. Nothing of interest here. Size 9. Größe Nummer 9. Size 9.5. Size 9. Size 9.5. Size 9. Size 9. Okay. A fragment of stone. Peculiar. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a laborer's shoe. Okay. Hobnail boots like those worn by laborers. Hobnail boots like those worn by laborers. Okay. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Ungewöhnliches Muster. Hobnail boots like those worn by laborers. Nothing of interest here. Frage Nummer 1 beantworten und Frage Nummer 2. Wie viele Kriminelle handelt es sich? Achso, ich muss jetzt echt das, ich würde sagen, um einen. That's not right. Start okay, again. Nochmal. Size 9. Nein. Size 9. Size 9.5. 9,5. 9. Size 9. Size 9.5. Size 9. Das ist ja 3 quasi. I need. Perfect. We now know that there were 3 crooks. Okay, also das sind nur die Spuren von den Leuten, die als Täter in Frage kommen. Was offenbaren die Schuhabdrücke? Ein Mann stieß zu den Männern, die sich bereits im Raum befanden. Einer der Männer verließ den Raum mit anderen Schuhen. Einer der Männer wurde getragen, um keine Fußspuren zu lassen. Alle Männer verließen den Raum auf einem Bein springend. Okay. Also hier gehen sie raus. 1, 2, 3. Hier kamen sie rein. 1, 2, 3. Das heißt, einer muss aber seine Schuhe gewechselt haben. Strange, but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. Therefore, we have 3 men who came in and left again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. Ah, Watson. Wenn's doch so einfach wäre, wahrscheinlich. So, jetzt gehen wir mal in die andere Perspektive. Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Hier sind ja auch noch Sachen. Wie hier zum Beispiel.
A surgical scalpel covered in blood. There isn't any doubt. The wounds on the bishop were administered with this scalpel. Okay, so... Closed. The veranda door hasn't been forced. Strange. Reverend, might I have the key? Sehr fragwürdig. No! You have no authority here. Let me call dann the police. Doch endlich. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Okay. Kannst du nochmal probieren? Closed. Nicht öffnen. Ja, irgendwie gerade seltsame Steuerung. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? To His Excellency's room. There is just a mattress and a stool. Ein Hocker. Na, dann schauen wir mal rein. The bishop's bedroom. It is very austere. Nothing in particular here. Sicher? Okay. Sieht ja so aus. Vielleicht unter der Decke? Nein. Ist hier irgendwas unter der Decke? Okay, schauen wir mal. Hier rein? Hier rein? Hier rein? Ah, okay. Schuhe, Reichtum, Nebenzimmer. Tresor, Buße, Fläschchen. Das zerbrochene Vest, Blutspuren auf. Die Mörder haben den Bischof gezwungen, Blut zu trinken. Die Mörder haben den Bischof gezwungen, den Inhalt des Fläschchens zu trinken. Die Mörder haben den Bischof mit einer Glasscherbe gefoltert. Ich glaube das. Der Bischof hat sich selbst gegeißelt. Okay. Buße? Der Bischof hat sich selbst gegeißelt. Hat sich selbst kasteilt, er war Schmerzen gewohnt. Den Mörder ist es nicht gelungen, den Tresor zu öffnen. Ja. Nebenzimmer. Das Nebenzimmer wurde nicht durchsucht. Der Bischof besaß keine Wertgegenstände, nicht einmal in seinem Tresor. Die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Die Mörder haben die falsche Person getötet. Der Bischof hat die Mörder überrascht. Ich glaube, die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Einer der Mörder hat den Tatort mit anderen Schuhen verlassen. Ja. So. Aber da fehlt noch ein bisschen was, glaube ich, um den Mord aufzuklären. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir jetzt hier ran. I need's. Nein. Auch wohl noch etwas. Wir aktivieren mal den sechsten Sinn von Sherlock. Aha, okay. Wenn es hier noch etwas gibt. Ah, die Füße haben wir noch nicht untersucht. Gut. His feet have been burned. My first impression is that he wears a size 9 shoe. You! But what does it matter, Holmes? A finger. Apparently it doesn't belong to the Bishop of Knightsbridge. How dreadful! This poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. These burns are terrible. My God, Holmes, this man was horribly tortured. Das ist die Frage jetzt. Was ist geschehen? Okay, das scheint nichts von Interesse zu sein. Hier auch nicht. Sechsten Sinn aktivieren? Nein? Okay. Inventar? Okay, Seil, Nadel, zerbrochenes Glasfläschchen, abgetrennter Finger, Skalpell, Steinfragment. Kann ich die Dinger irgendwie untersuchen eigentlich? Nein, anscheinend nicht. Okay. Gehen wir hier raus. Something is missing here. Oh yes? And what might that be? His shoes. Watson, his shoes are missing. Okay, seine Schuhe fehlen. Das ist uns ja bereits klar geworden. You have no right to search here. Mit ihm zu sprechen bringt uns auch nichts. Was ist, wenn wir mit Watson sprechen? Let us look at our deduction board, Watson. Okay, da kommen wir wieder hier hin. Folter. Das Opfer wurde grausam gefoltert. Er hat sich kasteilt. Er war schmerzen gewohnt. Der Bischof widerstand der Folter.
Der Bischof hat sich zu stark kastet. Der Bischof hat die Folge getragen, also hat er sie wahrscheinlich überstanden. Mörder ist es nicht gewesen. Okay. Die Mörder sind gekommen, um den Bischof zu töten. Die Mörder des Bischofs haben bekommen, was sie wollten. Die Mörder des Bischofs haben nicht bekommen, was sie wollten. Ja, sie haben es wohl nicht bekommen. Okay, das scheint hier zu stimmen. Was hiermit ist, warum die so sind, verstehe ich nicht ganz. Aber vielleicht reicht das ja schon. I cannot leave now. Das heißt, was immer es ist, was die Herren haben wollten. Closed. Vielleicht, wenn ich hier was anderes auswähle. Ich glaube eher nicht. Schauen. Ich denke eigentlich, dass man es hier mit dieser Nadel aufmachen muss. Impossible. I need something. Aber was? Ein guter. Ich dachte mit der Nadel vielleicht, aber nein. Mal auf den sechsten Sinn. Okay. Jetzt ist wieder irgendwo was geschehen. Ich hab's nicht gesehen. Kling. Closed. Lässt sich nicht öffnen. Ganz schön schwer hier. Ich spamme hier gerade mal ein bisschen mit der Leertaste. Funktioniert. The Bishop's Bedroom. It is very interessant, aber wo ist der Schlüssel? Das Nebenzimmer. You have no right. You have no right. Ja, ist ja gut, wir haben kein Recht hier. Scheint es nichts mehr zu geben. Noch da vorne. Was bringt uns das? Closed. Kannst du mit der Nadel öffnen? Closed. Let us look at our deduct. Okay, Fläschchen, Bischof. Nebenzimmer fehlend. Ah, die Schuhe des Bischofs fehlen, genau. Einer der Mörder hat den Tatort mit anderen Schuhen verlassen. Einer der Mörder ist ein Geistlicher. Einer der Mörder hat den Tatort mit den Schuhen des Bischofs verlassen. Die Mörder haben die Schuhe des Bischofs weggeworfen. Nein, das hier. Einer der Mörder ist Schuhverkäufer. Die Mörder sind arm. Einer der Mörder kam wegen seiner Schuhe zurück. Einer der Mörder kam wegen Schuhe zurück, genau. Die Mörder des Bischofs handelten im Auftrag einer Person. Die Mörder haben nach den Schuhen des Bischofs gesucht. Die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Ich glaube, was? Nein, nicht richtig? Nein, auch nicht? Was? Okay. Mörder haben die falsche Person getötet. Was ich hier immer ist es blau? Geht's gut oder nicht? Okay. Ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich nicht ganz verstehe, wie das hier ist. Okay. Sobald ich es quasi richtig habe, sollte es so aussehen. Die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Nein. Nein, das ist garantiert nicht.
Okay. Einer der Mörder kam wegen seiner Schuhe. Doch. Nein, kann ja gar nicht. Die Mörder sind arm. Einer der Mörder ist Schuhverkäufer. Nee. Ach Gott, ist das. Die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Nein. Nein, natürlich nicht. So vielleicht. Also überrascht, nein. Nein. Sie haben etwas Bestimmtes gesucht. Das hier scheint ja richtig zu sein, alles. Okay. Die Mörder haben den Bischof mit einer Glasscheibe gequartert. Die Mörder haben den Bischof gezwungen, das Fläschchen zu trinken. Es fehlt noch irgendwas. Das Gefühl. Aber hier die Reihenfolge scheint auch noch nicht zu stimmen. Ach ja, hier ist das schwer. Closed. Sich nicht öffnen. Let us look it up. Nee. Also wenn ich das jetzt erst lösen muss, dann bin ich. You have no right. Hier soll hier tatsächlich nichts drin sein. Wie komme ich denn hier durch? Kann ich das Zeug hier eigentlich untersuchen irgendwie? Nicht, oder? Nee, das war's auch nicht. Verfügbar. Irgendwie verbinden. Auch nicht. Okay, Steinfragment. Was soll das bringen? Warum haben sie... Es liegt hier ein Finger rum. Stimmt doch hier nicht. It's a cilice, designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. Ja, das war doch die Nadel, um das Ding da. It's a cilice. Sehr seltsam. A whip? No. It is a... A whip? No. It is a discipline. Hä? Ich bin langsam echt... A whip? No. It's a... Ich bin langsam echt etwas ratlos, wie es hier weitergeht. 20 Minuten schon. Wir sind ja ganz gut durchgekommen bis hierher. Aber hier hänge ich jetzt gerade. I cannot nicht gehen jetzt, gut. Wieso klingt es denn hier immer? Wahrscheinlich, weil ich das hier sehe. Closed. Was soll ich hier eigentlich aufmachen, der Kerl? Ist ja schrecklich. Na gut. Ich würde aber erstmal sagen, ich beende die Folge jetzt für ihr. Vielleicht bin ich beim nächsten Mal hier weiter und kann die richtige Schlussfolgerung ziehen, wenn ich etwas ausgeruhter bin. Dann verabschiede ich mich. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert oder abonniert, wenn ihr Spaß daran habt. Und da einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat, je nachdem. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Es wieder heißt Let's Play mit Brennmeister.